Servus, grüßt euch. Wir haben uns ja, und ich verlinke euch das Video oben, in einem der letzten Videos mit dem Bau der Sauna beschäftigt. Und jetzt geht es einfach mal darum zu gucken, was hat der Saunabau gekostet? Und natürlich generell die Frage, warum baut man sie selber und holt sich nicht einen Bausatz? Das waren bei mir zwei Aspekte. Der eine, natürlich, dass die Sauna perfekt an die Stelle passt, an die ich sie haben will. Und der zweite war das Thema Isolierung. Und jetzt kommen wir einfach mal zu den einzelnen Kostenpositionen. Zuerst haben wir die Position, ich nenne es mal mehrere Aspekte, aus Holz. Auf der einen Seite hatten wir 9x9, also 9 cm mal 9 cm starke Balken, mit denen das Gerippe der Sauna gebaut worden ist, auf diesen Betonunterlegplatten. Das waren ungefähr 150 Euro. Wir haben Dachlatten gebraucht und Hölzer, die 4x6 cm stark waren. Die sind unter anderem beim Innenausbau für die Bänke verwendet worden, aber auch für die Konstruktion im Skelett, um später die Bankträger entsprechend zu verbinden. Dann hatten wir Abachi-Holz. Abachi-Holz ist verwendet worden für die Sitzauflagen bzw. für die Sitzflächen. Grundsätzlich die gesamte Dämmung, also es sind zwei Arten der Dämmung eingebracht worden. Einmal XPS-Platten im Boden und einmal Steinwolle als Wanddämmung für 232 Euro. Die Saunatür war vorgefertigt, hat 315 Euro gekostet online. Dann noch diverse andere Teile wie Alufolie, Klebeband, Schrauben, alles mögliche andere, was man eben noch braucht. Also unter anderem das Klebeband ist das Alu-Klebeband, mit dem man die Alufolie entsprechend verklebt für 122 Euro. Und dazu kommt noch der Saunaofen, in diesem Fall ein einphasiger 3,7 kW oder 3 kW Saunaofen an der Stelle für 280 Euro, der ja interessanterweise wirklich die Sauna auf entsprechenden Temperaturen bringt, was auch wirklich fantastisch ist. Das sind alle Positionen, die sozusagen gebraucht worden sind. Jetzt noch die Holzinnenverkleidung, also es sind quasi das, was Sie gesehen haben, die Nut- und Federbretter, mit denen sowohl der Boden als auch die Wände als auch die Decke verkleidet worden ist. Und gleichzeitig ist mit diesen Brettern auch die Außenverkleidung der Sauna entsprechend erstellt worden. Und das sind in diesem Fall 538 Euro. Somit ergeben sich insgesamt 1937 Euro für den Sauna-Eigenbau an dieser Stelle, um eine passgenaue Sauna zu haben, die sich eurem Bedarf entsprechend ausrichtet. Das heißt, die auch genau zu euren Flächenmaßen, zu euren Größen passt. So war es eben auch bei der Außensauna und ich verlinke euch das Video oben entsprechend. Und auf der anderen Seite natürlich habt ihr wahrscheinlich, je nach Modell, auch eine entsprechend stärkere Dämmung verbaut. In diesem Fall sind es ja 9 cm Dämmmaterial, beziehungsweise Dämmmaterial Steinwolle wird sogar 10er verwendet, was dafür sorgt, dass die Sauna entsprechend isoliert ist. Jetzt wollen wir uns einfach nochmal ein paar generellen Pro- und Kontra-Argumenten der Sauna widmen. Wie gesagt, es musste ja ein individuelles Maß gefunden werden, das in die vorhandene Platzgröße oder in den vorhandenen Platz entsprechend passt. Deswegen auch der Selbstbau der Sauna und kein vorgefertigtes Modell entsprechend an der Stelle. Aber jetzt natürlich auch die generellen Betrachtung der Vor- und Nachteile, die sich dabei ergeben haben, in Bezug auf diesen Saunabau. Was mich sehr überrascht hat, ich habe einen 3 kW Saunaofen, also einen Saunaofen mit typischem Schuko-Stecker eingebaut. Ich war auch überhaupt nicht sicher, ob der die Wärme entwickelt an der Stelle, aber das funktioniert extrem gut. Habe aber zur Sicherheit ja, wie schon im Bauvideo erzählt, ein fünfadriges Kabel mit daneben gelegt für den Fall der Fälle. Gut war auch, dass ich noch Dämmmaterial über hatte von der Steinwolle, so dass ich das Dach entsprechend mit dämmen konnte und natürlich, dass die Grundfläche von 4 Quadratmetern mit den drei Bänken, die